der Monsieur da hinten links. Sie sind nicht im Bild. Ist nicht schlimm, der fliegt nächsten Monat. Armes Schwein. Nein, nein, Idiot. Er weiß es noch nicht. Was, wenn ich den Job behalten will? Bekennen Sie sich zu Ihrer Homosexualität. Ich bin überhaupt nicht homosexuell. Das ist doch egal. Hauptsache, die anderen glauben es. Und vor allem Ihr Chef. Ich habe nichts gegen Homosexuelle. Verdammte Tunte. Ich bin kein Schauspieler, das merkt gleich jeder. Den größten Erfolg werden Sie haben, wenn Sie gar nichts tun. Der mit dem Arsch wackelt. Sie sind einfach weiterhin der schüchterne und diskrete Mensch, der Sie immer waren. Sie dürfen nichts ändern. Sie werden sehen, was sich ändert, ist die Sichtweise der anderen. Ach, wundert mich gar nicht. Ich wollte ihn in meinem Rugby-Team und glauben Sie mir, eine Schwuchtler kenne ich auf 100 Meter. Er hat sich das Schlüsselbein gebrochen, nun hat er Probleme mit den Strapsen. Welche Produkte werden hier hergestellt, Santini? Produkte aus Kautschuk. Und welches Produkt dieses Unternehmens läuft am erfolgreichsten? Die Prä... Die Präse... Die Präse war... Tiefe. Du bist ein Macho und ein Schwulenhasser. Überhaupt nicht. Man könnte meinen, lauter Tunten. Willst du dieses Image ablegen, lade Pignon zum Essen ein. Mit dieser Schwuchtel gehe ich nicht aus. Und da überzeugst du ihn, dass du nicht so grob bist, wie du scheinst. Na, du sagst sowas wie, was du am Rugby magst. Die Duschen. Die Duschen. Na doch, wenn du mit deinem Kameraden unter der Dusche stehst und du seifst ihm den... Was wollen Sie denn? Was ist denn? Wir haben keinen Grund zum Lachen. Wir haben ein Problem mit Pignon und das müssen wir lösen. Oh, Verzeihung. Sie hat mir fast das Hemd vom Leib gerissen. Das ist aber nicht nett von ihr. Magst du mich? Was, dich? Sagen wir mal, Sie hatten bisher ein ziemlich ödes Leben und auf einmal passiert darin...